Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Das Landestourismuskonzept liegt auf dem Tisch. Handwerklich, wie ich finde, eine gute Arbeit. Allerdings hätte ich das Wort Tourismusstrategie besser gefunden, aber das nur nebenbei. Es hält eine Reihe von sinnvollen Maßnahmen, wirft für uns allerdings auch einige Fragen auf. Bei der Analyse der Risiken wird auf stagnierende oder rückgängige unternehmerische Initiativen und äußerst verhaltene Investitionsbereitschaft der Unternehmen hingewiesen. Worauf ist dieser Rückgang zurückzuführen? Was sind die Ursachen? Der Normalzustand in einer sozialen Marktwirtschaft sollte doch sein, dass bereitwillig Verantwortung übernommen wird, dass Leistungsbereitschaft da ist, dass die Menschen gern die Ärmel hochkrempeln, um sich und ihren Betrieb voranzubringen oder den einen oder anderen Arbeitsplatz zu schaffen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen sollten Initiativen ermuntern und nicht ersticken. Gerade in der Tourismusbranche benötigt man eben keinen Doktortitel oder einen umfangreichen Maschinenpark, um seine Leistung anzubieten. Warum gibt es dann aber das Risiko der rückgängigen unternehmerischen Initiative? Sind es Versäumnisse der Wirtschaftspolitik in Brandenburg? Erreichen wir die Unternehmen mit unseren Förderungen nicht mehr? Oder werden solche Initiativen eben nicht ausreichend unterstützt? Und wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dass manche Projekte auch abgewürgt werden durch Bürokratie, falsche Regelsetzung oder mangelnde Dienstleistungsmentalität in den Behörden. Das Konzept zeigt hier Versäumnisse auf, an der die Landesregierung dringend arbeiten muss, will sie an die Entwicklung der letzten Jahre erfolgreich anknüpfen. In der Risikoaufzählung des Konzeptes fehlt ein für uns nicht zu unterschätzendes Risiko. Es fehlt nämlich der Hinweis auf drohende Steuererhöhung bzw. die Einführung neuer Steuern. So hat beispielsweise die Stadt Potsdam eine Übernachtungssteuer für Beherbergungsbetriebe eingeführt. Nur wenn wir den Tourismus ankurbeln wollen, sind zusätzliche Steuern grundsätzlich das falsche Instrument. Bei der angespannten Haushaltslage schielen die Kommunen doch nur allzu gerne auf die Möglichkeit neuer Einnahmequellen. Und die Aufnahme von Migranten belastet die Haushalte zusätzlich. Schlimmer noch, diese zusätzlichen Kosten werden vom Land nur teilweise erstattet und sollen noch weiter gekürzt werden. Dieses Geld fehlt den Kommunen, um unter anderem auch in touristischer Infrastruktur zu investieren. Auch wenn sie diesen Zusammenhang erstaunlich ruhig ertragen oder vielleicht auch negieren wollen, ist er trotzdem da. Wir lesen weiterhin von den Schwächen der Administration, so wären Kompetenzen, Aufgaben und Strukturen unklar, kleinteilig oder unübersichtlich. Es gäbe zu wenig Kooperation der Tourismusakteure. Auch ließe das Tourismusbewusstsein in Politik, Verwaltung und Bevölkerung noch zu wünschen übrig. Bei den vielen Institutionen, Verbänden, Vereinen, Kammern, Organisationen und Einzelplayern, ich verweise hier bei diesem Konzept auf die Seite 11, ist es kein Wunder, dass da die Übersicht verloren geht. Stellt sich für mich nur die Frage, werden diese Analysen auch zum Anlass genommen, die Strukturen zu ordnen, zu verschlanken und thematische Redundanzen auch abzubauen? Ich denke, hier müssen die Akteure auf Landesebene ganz schnell tätig werden. Schlanke, transparente Strukturen schaffen, die Verzahnung auf allen Ebenen herstellen und Vernetzung vorantreiben. Damit kann denn die Kommunikation, vorausgesetzt wir haben irgendwann auch vielleicht eine Breitbandversorgung, gewinnbringend für alle Beteiligten funktionieren. Schauen wir uns das Konzept weiter an. Das brandenburgisch-preußische Kulturerbe wird als Zugpferd beschrieben. Warum bitte wird im Denkmalschutz dann so wenig getan? Mehr als ein Drittel der Schlösser und Gutshäuser sind sanierungs- und schutzbedürftig. Doch wie locken wir Kulturbegeistert in unser Land, wenn unsere Schlösser verfallen? Warum wurde die Einrichtung einer Denkmalschutzstiftung abgelehnt? Stiftungen sind doch die einfachste Form, um Spenden zu sammeln, um so das dringend benötigte Geld für die Sanierung bereitzustellen, wenn es das Land schon nicht leisten kann oder gar will. Unlängst hat sich die Landesregierung dagegen ausgesprochen, ein Gräberfeld und Kulturstätte der Jastorfkultur bei Schmölln zu schützen. Auf einer Fläche von 6.000 Quadratmeter wurden bei Bauarbeiten eine über 5.000 Jahre alte Steinsetzung entdeckt. Man spricht vom Stonehenge der Uckermark. Diese Anlagen wurden unwiederbringlich zerstört. Ein Regenhaltebecken war wichtiger als der kulturell unschätzbare Wert einer bronzezeitlichen Sternwarte. Meine Damen und Herren, und solange es solche eklatanten Versäumnisse gibt, kann ein Landestourismuskonzept, so gut es auch sein mag, wenig ausrichten. Ich hoffe nur, die Landesregierung kommt zunächst diesen grundsätzlichen Aufgaben nach. Sonst wird sich dieses Konzept nur in die endlos lange Reihe teurer, mit Steuergeldern finanzierten Konzeptionen einreihen und ohne Wirkung bleiben.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.